Hallo zusammen und willkommen zurück zu Terranigma. So, jetzt hat man uns ja letztens noch die Metallteile besorgt. Beziehungsweise konnten die jetzt eben eingekauft werden. Und damit sollte jetzt der eine Ingenieur sozusagen sein Flugzeug bauen können. Und da wollen wir doch auf jeden Fall nochmal hin. Das heißt, wir müssten jetzt ja nochmal hier um die halbe Welt rum wahrscheinlich. Hier waren wir, denke ich, auch das war hier so Tokio. Also grundlegend hatten wir da schon mal reingeschaut. Wir haben da noch nicht so viel genau gemacht. So, das müssen wir erstmal sehen. Ja, ich glaube, wir müssen hier tatsächlich einmal komplett rum. Na gut. Waren wir eigentlich in dem kleinen Ding schon mal gewesen? Höchstwahrscheinlich schon, aber wenn wir jetzt eh einmal da sind, gehen wir doch nochmal dahin. Astarika. Okay. Der hat einen roten Diamant in der Stirn. Okay, können wir aber nichts machen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, was das hier ist. Vielleicht wird das später nochmal interessant. Na gut, da geht's erstmal nicht weiter. Na, hoppala. Also hier noch einmal komplett herum. Und das müsste ja, denke ich, dann in Seeheimer so gewesen werden. Gewesen sein. Hier war Giotto, oder? Ja. Wir hatten immer noch diesen Wein. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher, ob wir wem das noch interessieren könnte. Wir hatten ja grundlegend da schon mal so ziemlich alle gefragt, du wirst ja wohl kaum schon Wein trinken. Hier ist niemand da. Ja, es ist nur die Eingangsdame. Da unten. Achso, genau, das waren die Fußballfans hier, ja. Gegensätze mal retour. Ah, okay. Ja, das haben wir gesehen, aber es nützt uns erstmal nichts. Wer ist denn hier oben nochmal? Okay, da wart ihr mit diesen. Genau, mit diesen Matrosen hier, ja. Und die waren doch dann selber Erfinder, oder nicht? Irgendwo auch noch. Ach nee, das war aber vielleicht nicht in dieser Stadt. Ja. Ja, da bin ich jetzt wirklich ein bisschen überfragt, wo das hier noch sein könnte. Okay, ne, das haben wir alle schon probiert, ja. Und hier ist keiner mehr drin. Naja, müssen wir nochmal schauen. Auf jeden Fall geht es nochmal weiter hier hoch. Und hier hat sich auch schon ein bisschen entwickelt sozusagen. Liberita. Ich dachte, da waren doch auch noch einen Maschine hier, die er noch weiter erfinden wollte. Möglicherweise bringen uns das noch mal weiter.
der, glaube ich, sein Telefon hier oder irgend sowas bauen wollte. Hey, du bist nur eine Forscherin. Oder ein Forscher, ja. Genau, das war der Pinguin-Freund hier, ja. Was sagt denn der Entwicklungs-Heinz? %, also viel kann uns da nicht mehr fehlen. Und hier ist noch jemand. Meistens sprechen wir ja die draußen nicht so an. Na gut. Ich weiß gar nicht mehr, was wir mit denen hatten. Ach, also war es doch hier. Na klar. Es ist köstlicher Wein aus Loire. Cool, schenk ein. Ah, fabelhaft, ein einzigartiger Genuss. Ich glaube, das Zeug wird sogar Frauen schmecken. Ein Hochgenuss. Und die müsste jetzt wahrscheinlich auch weg sein, oder? Ja. Da müssen wir bloß nochmal sehen, wo dieser eine Feinschmecker-Typ war. Ah, das könnte zum Beispiel sogar in Loire gewesen sein. Ja, ihr nicht, ihr habt eure Kleidung bekommen. Und das war, denke ich, ein Kerl gewesen. Das war Tom. Oh, gleich daneben hier. Goldküste, habe ich noch nie gehört. Na egal, lass mich probieren. Lecker, ein ganz und gar exquisites Stück Fleisch. Hervorragend. Ich werde es leicht anbraten und mit Kräuterbutter garnieren. Vielen Dank für diese Köstlichkeit. Ich, Tom, sage, das würde in die Geschichte eingehen. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ah, hier ist wieder immer der Würstelgulaschmann, genau. Den hatten wir ja auch gesagt, was er machen soll. Das war jetzt allerdings sicherlich eher gut für Goldküste und nicht für diese Stadt hier. Ja, das war, denke ich, das Kinderheim, oder? Ja. Genau, nö, bei denen werden wir sozusagen, denke ich mal, nichts entwickeln können. Was sagt denn er hier? Ich bin dir sehr dankbar. Es liegt noch eine Menge Arbeit vor mir. Ich muss herausfinden, wie ich das Licht zum Leuten bringe. Zu den Leuten bringe, also, ja. Gibt es da irgendwas, was wir hier für dich noch mitmachen können? Naja. Aber erstmal irgendwie das Kabel erfinden. Klar, wenn jeder so eine Maschine hat, ist niemand mehr einsam. Mein Wunsch wurde doch wahr. Ja. Aber ein Telefon gibt uns, denke ich, nicht mit. Ja, ja. Okay, nö, dann weiß ich erstmal nicht, was uns jetzt hier genau noch fehlt. Gehen wir nochmal rein. Hat sich jetzt was geändert, nachdem wir sozusagen mal diesen weiten. Nö, hier ist es immer noch hier dieser braune Fleck. Diese Baufläche, ich denke mal, das wird dann schon noch so sein. Na gut, auf jeden Fall haben wir hier ja auch nur schon wieder ein bisschen was getan. Wir haben ja hier ich weiß gar nicht mehr, was hat man hier alles? Ah. Man meinte fast, der wäre Koch.
Aber so viel haben wir, denke ich, so an hier noch nicht gemacht. Ja, mal schauen, was er sagt. 10%, das ist natürlich noch gar nichts. Hurra! Endlich, Ark! Mein Flugzeug ist fertig. Ich habe neues Metall aufgetan. Mein Traum wurde Wirklichkeit. Ark, es gehört dir. Drücke A, um zu starten. Im Flug drücke L für Tiefflüge und R, um höher zu fliegen. Mit Y beschleunigst du. Um zu landen, musst du tief fliegen und dann auf A drücken. Wills Flugzeug ist fertig und es fliegt sogar. Er wollte Perry und alle Leute aus Moronia mitnehmen. Na gut. Damit er uns das einfach so schenkt, das ist natürlich auch interessant. Ist das gleich mal gut für die Entwicklung? Nee. Sollte man ja meinen, dass so eine Erfindung vielleicht die Stadt voranbringt. Nun gut. Ja, wo können wir es denn hin? Wo können wir denn losfliegen? Um das jetzt mal so zu sagen. Dann müssen wir nochmal mit ihm reden. Das ist ja schön und gut, aber wo ist es denn? Hier in den Kisten noch verpackt. Okay, also irgendwo wird es quasi ein Flugzeug geben. Wir wissen nur nicht, wo. Weil ich dachte, er wollte hier drüben so... Achso. Ah. Na, das war ja jetzt weit entfernt. Oh, und seht da, was haben wir denn hier? Wegen dem Flugzeug oder weil wir hier den Wein abgeliefert haben? Ja. Also jetzt müsste man, denke ich, ja fertig sein. Ja, das sah schon mal noch ein bisschen anders aus. Wie es weitergeht, entzieht sich meine Kenntnis. Also ne, ich glaube, das ist dann sozusagen das Maximum, was er sagen kann. Ja gut, aber wollen wir uns jetzt nicht ewig damit jetzt noch beschäftigen. Sofort, wir schauen erstmal, was mit dem Flugzeug jetzt los ist. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wo fliegt man denn mal hin? In Grönland waren wir auf jeden Fall schon. Das war hier dieser Nixenturm. Na, die Frage ist ja, theoretisch müsste ja irgendwo dann nochmal was sein, wo man nochmal landen kann, sonst bringt einen die Sache ja nichts. Sibirien, da waren wir, denke ich, noch nicht. Ah, hier gibt es aber mal eine Landebahn. Na, mal schauen. Wo geht's denn hier hin? Ein Tempel. Das ist schon mal eine interessante Musik.
Berugas macht. Also der Name wurde ja sozusagen hier erwähnt. Das soll wohl der Hintermann oder wie auch immer sein von dem anderen Hintermännern. Also das ist schon mal interessant. Die sind die weisen Jünger. Sie untersuchen, unterstehen Beruga. Es ist eine große Ehre, als Jünger aufzuwachsen, um Beruga zu dienen. Ja. Wenn ich groß bin, möchte ich auch ein Jünger der Weisen, einer der weisen Jünger werden. Ah, okay. Er sagt wahrscheinlich alles so was Ähnliches, oder? Beruga wird ein weiteres Mal auferstehen. Er wird ein vollkommenes Paradies schaffen. Aha. Willst du Berugas Segen? Begib dich ins Hinterzimmer. Ich weiß nicht, ob wir das wollen, aber vielleicht brauchen wir das für irgendwas. Stellt euch auf und hört die Worte Berugas. Na gut. Einst gewann er den Nobelpreis für seine Studien über Biotechnologie. Seine Experimente mit der DNA brachten wichtige Erkenntnisse. Seitdem widmet er sich nur noch den Studien der Unsterblichkeit. Menschen scheuen die Stille und haben Angst vor der Dunkelheit. Warum? Da sie den Tod fürchten. Ein Dramatiker sagte einst: Menschen werden weinend geboren. Der Tod und die Geburt sind mit großen Schmerzen verbunden. Wenn alle unsterblich sind, werden diese Ängste nicht mehr existieren. Beruga wird diese schöne neue Welt erschaffen. Beruga liegt im Tiefschlaf in der Kältekammer. Bald wird er in dieser Welt erwachen. Lasst uns für diesen Tag beten. Beruga wartet im Labor auf dem See. Es liegt im Süden. Das Bild an der Wand zeigt Beruga. Ja. Die Sünder werden ihrer gerechten Strafe zugeführt. Zusammen mit Beruga wird die Welt erwachen. Ja. Die Welt leidet unter Korruption. Beruga erlöst sie. Setz dich und lausche. Ja, wir haben schon gelauscht. Okay. Interessant war ja aber, dass der eine sozusagen angeblich ja von ihm beauftragt worden ist. Also das klingt jetzt nicht nach jemandem, der einfach nur irgendwo in einer Kammer rumliegt. Also Beruga ist unser Erlöser. Beruga wird die gesamte Welt von ihrer Falschheit befreien. Suche den Tempel der Jünger auf. Ja, da waren wir ja schon. Er wird alle Qual verbannen. Selbst den Tod wird er bezwingen. Ja. Beruga ist in seinem Labor, um sich vorzubereiten. Wenn seine Zeit gekommen ist, wird er auferstehen und uns erlösen. Also wie schon gesagt, das ist immer noch ein bisschen komisch. Warum muss er denn noch auferstehen? Naja. Ja, aber einen Shop gibt's trotzdem hier. Der Schuppenmandel wird dich stärken, Hollerö. Serum, was hat er denn hier? Schuppen bieten großen Schutz. Also ja, verdammt teuer. Ich meine, hat einen mehr Abwehr. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das kann auch wirklich sein, dass das irgendwas Spezielles war. Vielleicht verkaufen die uns den hier nicht umsonst. Naja, schauen wir uns das mal an. Rüstungen. Ja, mal her damit.
Du kannst bleiben, wenn du möchtest. Das kostet 50 Taler. Ah, okay. Nö, muss nicht sein, wir haben ja volle Lebensenergie. Moment, hat das... Er macht aber auch gleich nochmal minus 90 Lebenspunkte. Okay. Ja, das ist auch mal so eine Sache. Aber vielleicht brauchen wir den wirklich nur in einer gewissen Situation dann oder so. Also wegen den einen Abwehr. Das lohnt sich ja nicht, wenn man da 90 weniger Lebenspunkte hat. Also das geht sich ja jetzt nicht wirklich aus. Haben wir uns jetzt irgendwie... Ah, okay, ich dachte schon, irgendwie hatten wir uns eingeschlossen oder ausgeschlossen, wie auch immer, aber klappt doch alles noch. Also im Süden gibt es ein Labor. Na, gut, das war jetzt nicht weit. Labor. IG. Da drüben ging es lang. Na, hier haben wir schon mal einen Aufzug. Schon mal sehr dunkel hier. Also wie es scheint, scheint es ein Labor wirklich noch zu schlafen. Mit den Schalter. War das alles, was wir tun mussten? Obwohl, das war ja nun jetzt offensichtlich der Lichtschalter. Also, gut, könnte auch komplett alles angemacht haben, keine Ahnung. Jetzt irgendwie mal eine kleine Roboter-Sache oder irgendwie. Ah, und hier kann man durchkriechen. Geh nicht einfach durch mich durchrennen hier. Okay, die explodieren auf jeden Fall schon mal. Icon nimmt ab. Ah, okay. Na gut, das macht auf jeden Fall schon mal einiges hier. Ein bisschen was halten sie schon aus hier, also über 270. Ich denke, die Explosion macht nichts. Ja, genau. Jetzt natürlich die Frage, wie viel Erfahrung die geben. Na gut, ich würde mal sagen, da ärgern wir uns jetzt nicht mit denen rum, wenn die... Okay, einen Schalter haben wir nochmal wieder. Dann gehen wir doch mal wieder zurück. Also das könnte jetzt vielleicht der Schalter gewesen sein, den wir dort gebraucht hätten. Irgendwas bewegt sich hier ja jetzt auch. Na, die bauen jetzt hier wahrscheinlich auch schön wieder. Okay. Klopp.
Ah, hier geht's doch schon weiter. Auf jeden Fall mal ein langer Aufzug. Das hier Ampel? Er hatte schon mal Flüssigkeit. Oh, na gut, das muss man erstmal sehen. Ja, also auf jeden Fall scheint der hier schon ziemlich modern drauf zu sein. Wenn er solche Sachen hier bauen kann. Ist das jetzt tatsächlich wie so ein Teleporter oder sowas? Hier ist mal ein so ein kleiner hier Schluss. Ja, vielleicht nur einseitig sozusagen betretbar. Ah, genau. Okay, und jetzt käme man natürlich theoretisch auch wieder zurück. Was jetzt momentan wahrscheinlich erstmal egal ist. Das wird dann nur wichtig sein, wenn wir wieder zurückgehen. Falls wir das denn müssen. Noch mehr Teleporter? Ah, die Frage ist, führen die überhaupt sinnvoll hin, oder? Wir kommen aber auch nicht runter, okay. Gut, nö, dann macht das ja keinen Sinn. Na gut, man kann die Gegner respawnen. Und Level up. Na gut, jetzt auf jeden Fall noch mal einen Schalter hier. Ja, einfach. Natürlich stand da jetzt erstmal alle Schalter. Ah, und da geht's doch hier auch durch von da aus wieder. Also doch sozusagen ein Weg. Der wird jetzt nicht hier durchschießen, oder? Wäre natürlich grundlegend ganz effektiv, aber nun gut. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt wirklich einen Sinn macht, wenn wir jetzt alles anschalten. Befreien wir ihn dann nicht sozusagen? Schauen, wie viele Etagen wir da noch runter müssen. Was bist du denn? Ich glaube, das war auch nochmal so eine Stelle im Spiel, wo man, also ich früher denke ich sicherlich auch, wenn ich wieder nochmal ein bisschen gelevelt habe oder so. Ich weiß natürlich jetzt nicht mehr, ob das jetzt wirklich nötig ist. Ja, theoretisch wäre das ja sicherlich vielleicht mal so ein Raum, wo man sowas machen könnte. Hier geht's erstmal nicht weiter, da müssen wir hier wo hier hoch. Wollen wir überhaupt da rein?
erstmal das hier mitnehmen. Ja, auf jeden Fall auch schon mal eine Menge Geld. Und ein Elixier, das nehmen wir doch mal gern mit. Ein Abwehr-Elixier. Abwehr steigt um 1. Ja, das könnte zum Beispiel auch so ein optionaler Raum hier gewesen sein. Und hier... Ja, hier müsste jetzt theoretisch weitergehen. Okay, geht's wahrscheinlich hier mal so eine Reihe von diesen Teleportern durch, oder doch nicht? Nun gut. Okay. Eine ungewöhnliche Anordnung von dieser Förderbänder, aber na gut. Dann nehmen wir die doch noch mal mit und dann, ja. Oh. Eingabe der Daten. Bitte gib das Passwort ein. Diese Maschine kontrolliert alle Systeme in Berugas Labor. Die Daten werden durch ein Passwort geschützt. Ohne das richtige Passwort bin ich also machtlos? Merke dir gut, was ich sage. Bloody Mary. Nee, hätte er auch gleich sagen können. Passwort akzeptiert. Aufzüge und Kälteschlafzentren sind durch das Passwort freigegeben. Woher weiß Fluffy solche tollen Sachen? Anschluss an die Datenbasis. Das Datum, an dem Beruga seine neue Biotheorie verkündete. DNA-Experimente bekämpfen immer wiederkehrende Krankheiten. Sie verlängern das Leben und schaffen künstliche Intelligenz. Die erste Kälteschlafmaschine der Welt, geschaffen von Dr. Beruga, verlangsamte die Ausbreitung von Krankheiten und rettete Leben. Der Tag, an dem ein Virus 90% allen Lebens einfach auslöschte. Der Virus namens Asmodeo dezimierte die menschliche Rasse. Dr. Beruga impfte einige, doch eine Hungersnot raffte sie doch dahin. Okay, das Labor. Forschungen und Entwicklung bahnbrechender Biotechnologien. Da die Arbeit sehr gefährlich ist, wird sie von Robotern erledigt. Das Impfserum gegen Asmodeo wurde hier entwickelt. Die Erfolgsquote liegt bei über 80%. Doch es konnte nicht genug Serum produziert werden. Im Erdgeschoss ist der Versammlungsraum der Roboter. Im U1 und U2 sind die Biolaboratorien. U3 befindet sich noch im Aufbau. In der Aufbau? Moment. Wo sind wir denn jetzt? Wir wüssten jetzt ja, wenn wir sozusagen normal im Erdgeschoss reingegangen sind, jetzt schon im U2 sein. Also U3 ist dann noch gar nicht fertig, glaube ich. Naja, wir werden uns das mal ansehen. Ja, voilà. Es ist natürlich die Frage, wenn jetzt die... Ich weiß nicht mehr, wie viele Rüstungen es noch geben wird und so weiter, die man sich eventuell dann doch noch kaufen muss, aber... War jetzt doch schon recht teuer gewesen, diese letzte Sache. Also ich hoffe mal, dass wir die für irgendwas Spezielles brauchen, ansonsten war es natürlich Verschwendung. Aber andererseits, wie schon gesagt, das Geld kriegt man ja trotzdem relativ schnell zusammen. Man könnte jetzt natürlich auch mal schauen, wie weit wären wir denn hier vom nächsten Level weg.
Ja, es sind schon noch so 2.500. Das heißt, theoretisch geht es jetzt noch weiter. Geht das jetzt schneller als vorher? Na gut. Okay, wir laufen schon mal automatisch vor. Eindringling, Angriffsmodus aktiviert. Na, es sieht wohl nicht so gut aus. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall mal unseren Heilgegenstand hier schon mal ausrüsten. Nein, gleich mal benutzen hier. Mal schauen, was das Ding hier so macht. Wir könnten natürlich auch mal so einen komischen Atomring, was wir da mal gekauft haben, probieren. Aber wir machen ja erstmal relativ Schaden an ihm. Ah, und der eine Stampfer ist wohl schon kaputt. Jetzt haben wir aber möglicherweise unsere Steige verloren, wenn das das gleiche Symbol ist. Ah, okay. Steige kehrt zurück, na gut. Ich will es trotzdem mal probieren. Wir probieren jetzt mal diesen hier. So, oder geht das hier nicht? Atomring. Zauber ist hier ohne Wirkung. Okay, gut. Also, das geht schon mal nicht. Ich glaube, der ist jetzt auch hin. Wow. Ja, verdammtes Gelände. Aha, jetzt kommt er mit so kleinen Fahrzeugen irgendwie. Die letzte Attacke hat ihn zerrissen. Ah, jetzt können wir einfach durch. Ja, war doch ganz okay gewesen. Ach, schau, Zombies. Er sieht aber nicht aus wie Menschen. Also, ist jetzt Ansichtssache sozusagen, aber oder waren das die, die trotzdem verhungert sind? Na, da wollen wir doch mal schauen. Ich weiß nicht, wer du bist. Doch danke, du hast mich geweckt, dass du mich geweckt hast. Ich bin Baruga. Wie du siehst, bin ich Wissenschaftler. Die Welt starb. Ich fiel in einen tiefen Schlaf. Ja, bis zur Auferstehung der Menschheit. Folge mir. Ich will dir etwas zeigen. Naja, am Anfang hat man die Welt irgendwie wie neu erweckt. Also kann schon irgendwie stimmen, was er sagt, aber...
Ist ja trotzdem alles sehr mysteriös. Ja, folgen wir ihnen mal. Ist halt ein bisschen komisch, dass, wie schon gesagt, der ein oder andere schon hinter ihm her ist, als er sozusagen offiziell ja noch eingefroren war. Oder vielleicht ist das ja auch eine Falle, er hat uns vielleicht einfach nur hergelockt, weil er wusste, dass wir dann kommen würden. Ich schuf diese Leben. Sind sie nicht wundervoll? Ach so, er hat sie geschaffen. Naja, ja, die ersten Versuche sind immer schwierig. Damit können die Menschen ewig leben. Keine Angst mehr vor dem Tod. Sprich mit dem Zombies im Nährstoffbad. Ah, okay. Wie soll ich denn mit denen sprechen? Sprich mit dem Zombie. Von hier oben? Ah, so besonders gesprächig sind die irgendwie nicht. Oh, vielleicht, irgendein anderer vielleicht? Hallo, hallo? Du? Ein wenig komisch. Jetzt ist er wieder weg. Und läuft wieder dorthin. Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Brauchen wir einen speziellen Gegenstand, um mit denen zu reden? Ich glaube mal eher nicht, oder? Ja, das hast du schon erzählt. Ja, die Zombies reden nicht mit mir. Die wollen nicht. Achso, nein, der Atomrimmen wollen wir jetzt nicht einsetzen. Ah, okay, unten links. Der Zombie, er schaut mich an. Hey, dieser Zombie sieht unglaublich traurig aus. Ist doch klasse, den Tod zu überleben, oder? Wenn der Tod verschwindet, wird die Erde bald überquellen. Natürlich habe ich das vorher einkalkuliert. Unwichtige werden sterben, nur die wichtigen Menschen überleben. Wie bitte? Ah, so sieht's aus. Hey, du scheinst zu heiß gebadet zu haben. Doch komm mir besser nicht zu nahe. Kennst du die drei Gesetze der Roboter? Roboter dürfen Menschen nicht angreifen, Roboter müssen Menschen beschützen. Danach erst dürfen die Roboter sich selbst schützen. Doch für meine Roboter gibt es ein Gebot, das über allen steht. Wer mir an den Kragen will, wird sofort ohne Gnade eliminiert. Mein Reich wird bald aus der Unterwelt emporsteigen. Mein Reich ist die Welt. Hier liegt die ganze Wahrheit des Universums. Lass uns Zeuge der Veränderung dieser Welt sein. Ja, er hat uns doch irgendwie reingelegt. Ist jetzt die Frage, was er da eigentlich genau macht. Na gut. Auf jeden Fall sind wir mal wieder besiegt worden.
Ark. Du hast der Welt bislang gute Dienste erwiesen. Nun wird Beruga aus der Welt ein Paradies machen. Deine Aufgabe ist erfüllt. Halte ein, für immer. Also das ist bestimmt seine Fähigkeit und sowas hier fortzusetzen. Also das wäre jetzt eher ungewöhnlich. Nun werde ich sterben. Ich frage mich, wofür ich all die Jahre kämpfte. Erschuf ich die Welt, um sie Beruga zu überlassen? War das meine Bestimmung? Ich will nicht sterben, ohne zu wissen. Haltet euch, Ark. Du darfst ja nicht sterben. Du stehst außerhalb des Rings des Schicksals. Du kannst es ändern. Diese Welt braucht dich. Ich werde dich zu mir holen. Haltet euch, mein Freund. Hätte gedacht, dass wir da nochmal wieder aufwachen. Endlich, du bist wieder erwacht. Lord Kumari kam mit dir an. Du warst schwer verletzt. Der Schattenstern wurde wiedergeboren, wie du sicher weißt. Ohne Mühe radierte er eine ganze Stadt aus. Ark, du kannst Lord Kumari nach dem Weg fragen, bevor die Dunkelheit uns alle verschlingt. Der war doch hier ganz oben, oder? Ark, schön, dass es dir gut geht. Hast du ihn getroffen? Den Mann, den sie Beruga nennen? Er offenbart uns den Schattenstern und schuf Zwietracht. Das Chaos hinterließ Menschen, die den Tod überlebten. Aber in Lhasa gibt es eine alte Sage. Man muss die Mondsteine zum Grab bringen, um das Kind zu rufen. Mayo ist weit gereist, um festzustellen, ob die Sage wahr ist. Doch noch hat er keine Antwort auf seine Frage erhalten. Der schützende Ring des Schicksals ist zerbrochen. Nun hast du die Gabe, Schicksale zu bestimmen. Suche nach den Mondsteinen und bringe sie zu dem Grab. Es gibt nur einen Weg, den Ring des Schicksals wieder zu schließen. Ja, das ist alles sehr kryptisch. Okay, und ihr habt sicherlich auch nichts mehr, oder? Man muss die Mondsteine an das Grab legen, um das Kind zu rufen. Das ist eine alte Sage. Das goldene Kind kann das Schicksal in die rechte Bahn lenken. Okay, ist das nochmal alles dasselbe? Ja. Na gut, ja, das ist natürlich alles sehr kryptisch. Ark, du wirst alles unverändert vorfinden, wenn du zurückkehrst. Wo denn hin? Hallo Ark, ich habe dich gerettet. Du warst bewusstlos, als ich dich fand. Ich machte mir große Sorgen. Oder war das vielleicht noch vom ersten Mal hier? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Und haben auf jeden Fall ja schon mal diese eine Sache hier überlebt. Also überlebt, wurden sozusagen irgendwie nochmal hier wieder neu geboren von den Mönchen oder wie auch immer. Ja, irgendwelche Mondsteine brauchen wir wohl jetzt. Und ja, wir müssen halt mal schauen, wo wir die sozusagen herbekommen. Aber bevor wir da weiter schauen, würde ich sagen, machen wir erstmal noch ein kleines Päuschen. Und ja, dann müssen wir uns da wahrscheinlich mal auf der Welt noch ein bisschen auf die Suche begeben. Also da, gleich geht's weiter.
Na gut, dann wollen wir doch mal weitermachen. So, ja, das Spiel noch ein klein bisschen lauter wieder, okay. So. Na gut, ja. Jetzt hatte ich nochmal kurz nachgeschaut, was mit dieser Rüstung dort auf sich hatte. Also er gibt, denke ich, zusätzlich noch ein bisschen Stärke dazu. Nichtsdestotrotz, minus 90 Lebenspunkte ist, denke ich, ein bisschen sehr viel. Also wenn wir jetzt noch wesentlich mehr hätten, wäre es wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber nun gut. Ja, es gibt ja sowieso noch ein paar Sachen, auch von Städten oder ähnliches, wo es vielleicht noch was zu... Ja, können wir zumindest schon mal speichern hier. Wäre jetzt die Frage, wo man jetzt hingeht. Da kommt man, denke ich, nicht runter von hier aus. Also, ich meine, im schlimmsten Fall müssten wir halt nochmal durch diese Wüste hier oder so rennen. Das ist jetzt, denke ich, wahrscheinlich komplett leer hier. Na gut. Ja, wäre die Frage. Wäre es total verrückt, dass so ein Mondstein da drin liegt? Da hat man, denke ich mal, nur einen einzigen Kristall oder so gefunden hier in diesem kleinen Wäldchen. Okay, also das ist zugegeben etwas. Da es wird nochmal interessant, dass wir das finden. Ich habe schon immer so ein ganzes Häuschen bei den Nomaden. Habt ihr damals auch schon immer gekaut? Genau. Das hatten wir schon, genau. Na gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich das Sinnvollste ist, hier durchzurennen. Aber wir versuchen es nochmal. Es war irgendwie Westen, Süden. Aber... dann irgendwie Nordwesten. Ja. Und dann nochmal Norden oder wieder Westen? Ich weiß es nicht mehr genau. Ne, genau, beim Riesenschädel sind wir durch. Ja. Da oben ist die eine Landebahn. Okay, aber wir kommen auf jeden Fall schon mal hierhin zurück. Was war denn das hier zum Beispiel? Okay, die sind fest. Das ist jetzt wirklich so ein bisschen die Frage, wo man dort diese Steinchen noch findet. Die mögen tatsächlich irgendwo auf der Welt verstreut sein. Und das ist aber, denke ich, auch noch nicht auf 100% auf... Ach, das ist bloß das Orakel. Also Orakel könnte man natürlich auch mal fragen. Also normalerweise macht man das ja nicht so gern, aber... Sand, Eis, Berge und Ruinen werden dir einen Traum begegnen. In einem Traum begegnen.
Ich glaube, es waren ja 5 Steine. Das ist schon eine ganze Menge. Aber in einer Stadt wird es wahrscheinlich eher nicht sein. Wie weit sind wir denn hier? 80%, also fehlt wahrscheinlich noch eine Sache oder irgendwie sowas. Wir haben seinen Wein ja weitergereicht. Können wir ihn vielleicht nochmal erzählen? Weiß ich nicht. Seit ich dir den Wein gab, haben viele Leute danach gefragt. Ich kann die starke Nachfrage nicht mehr befriedigen. Na gut. Ich mag keinen Wein mehr. Ich studiere hier, da man sagt, hier gibt es den besten Wein. Wir haben so viele Bestellungen, dass wir kaum nachkommen. Wie, was? Ne, so? Die Kleider haben wir schon gemacht, genau. Was gab's denn hier jetzt sonst noch? Gab's hier auch noch jemanden mit Experimenten und ähnliches, der noch irgendwas wollte? Es gab diesen Maler noch. Das ist die mit der alten Frau, oder? Ja. Da gab es, denke ich, nichts mehr zu tun. Da haben wir grundlegend erstmal den richtigen gewählt. Das wäre jetzt wirklich die Frage, wo man da noch hin muss. Was sagt ihr Schönes? Wie gesagt, bei dem Maler waren wir ja auch schon. Was machst du hier Schönes? Ja, die reden immer nur alle davon, dass sie theoretisch ein Geschäft eröffnen wollen, aber dass sie das mal machen, ist ja wieder eine ganz andere Sache. Möbelgeschäft. Pierre, was habt ihr denn hier noch? Ich bin Pierre, ich liebe es, Maschinen herumzulassen. Willst du meine Erfindung sehen? Nicht unbedingt. Okay. Aber das hatten wir doch auch schon mal. Hey, nichts passiert. Das bedeutet, ich habe es geschafft, eine Maschine, die Bilder auf Papier band. Vielen Dank für deine tolle Unterstützung. Ich werde diese Maschine Kamera nennen. Ich schenke dir eine, als Dank für deine Hilfe. Ah, wusste ich doch, dass wir da irgendwas noch kriegen. Wusste quasi mit diesen Experimenten dann noch weitergeht. Ich weiß nicht, ob man noch ein Telefon bekommt, da bin ich mir wirklich nicht sicher. Aber die Kamera, genau. Musste man möglicherweise tatsächlich etwas fotografieren, bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. Genau, und er hat seinen Gönner gefunden. Oder musste man einfach in jeden Ort ein Foto machen? Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. Mal schauen, ob sich jetzt hier allerdings schon was getan hat. Nachdem wir jetzt ja sozusagen... Moment, der Entwicklungsmann war hier oben.
Nö, er scheint noch nicht so zu sein. Also müssen wir theoretisch mit diesem Foto... Ach nee, was beträgt im Moment? 100%. Aber wenn sie schon bei 100% ist, dann muss sie sich noch entfalten. Na, ist auch interessant. Aber möglicherweise müssen wir diese Kamera halt noch irgendwo abgeben. Aber wie schon gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es kann auch sein, dass man einfach von allen Städten dort ein Bild machen musste. Oh, sieh an, auf einmal hat sich es wohl doch weiterentwickelt. Na gut, haben halt ein bisschen zum Bauen gebraucht. Gehen wir doch gleich nochmal rein. Okay, ja. Ich heiße Heinz. Okay, wir sind hier, sage ich mal, auf 100%. Das ist jetzt schon die zweite Stadt. Das erste war... Liberita, denke ich, gewesen, ja. Na, das ist doch schon mal gut. Und wenn ich mir recht sicher bin, gab es doch irgendwo jemand, der, glaube ich, ein Reisebüro oder sowas errichten wollte. Ne, das war nur die... Genau. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, es könnte tatsächlich sein, dass es irgendwie wie so eine Art Reisebüro war, das irgendjemand mal noch aufbauen wollte. Und da könnte es natürlich unter Umständen von Nutzen sein, wenn man sagen kann, hey, wir haben überall mal ein Foto gemacht. Achso, genau, das war er mit seiner Geschichte hier, ja. Und dann gab es ja irgendwie noch ein, zwei Handwerker hier oder irgendwie sowas. Er müsste einen Weg geben, sie länger haltbar zu machen. Da sage ich immer noch, räucher sie halt. Null Prozent, also hier haben wir sozusagen noch gerade, wir haben das Fiebermittel mal von ihm bekommen. Der einzige Ort, der mir jetzt spontan noch, also der mir jetzt ganz spontan einfällt, wo das vielleicht einen Sinn machen könnte, wäre natürlich in diesem Yamai vielleicht sogar gewesen. Aber da sind wir jetzt natürlich an einer ganz falschen Stelle auf der Welt. Da hatten wir ja einige mal mit diesen Ginseng geheilt. Vielleicht hat man da auch die Chance, etwas zu erreichen, wenn man sozusagen eben mit diesen... was wäre das dann? Ja, eben mit diesen Fiebermittel etwas hat. Ich weiß aber spontan auch nicht mehr, wo man noch einer im Bett lag. War in Loire nicht an, also, aber in der, das war, denke ich, noch in der allerersten Entwicklungsstufe, bevor quasi dieser König gefeiert, wo wir diesen Rob Wood oder wie der hieß, befreien haben. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, da lag jemand im Bett, aber ob der jetzt zwangsläufig Fieber hatte, ist natürlich nochmal eine andere Frage. War hier nicht mal was? Jürgens Imbiss hat Feuer gefangen. Der Wind ließ die Flammen lodern. Auf diese Weise ist die gesamte Stadt abgebrannt. Oh. Meine Ernte. Du reist umher, richtig? Du ziehst durch Städte. Tust du mir einen kleinen Gefallen? Klar, warum geht das? Großartig. Wie du siehst, ist die Stadt in einem schrecklichen Zustand. Leider sind wir nicht sehr wohlhabend. Deshalb meine Bitte. Hier sind 9 Briefe. Gib sie bitte weiter. In den Briefen bitten wir um Geld für den Wiederaufbau der Stadt. Ich hoffe auf die Großzügigkeit und den Edelmut der Leute. Genau, und das war, denke ich, auch eine der Sachen, die man wirklich... irgendwann, denke ich, hatte ich das dann schon wirklich mal abgeschlossen, aber bei den ersten Mal oder so durchspielen
das hat mit sich dann einfach zu lang, also wo man die dann sozusagen alle erstmal finden muss. Wegen des Brandes sind viele Menschen in andere Städte gezogen. Serien wird bald zur Geisterstadt, ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt Sinn macht, so ein Foto zu machen, aber gut. Schutt und Asche. Und das nur, weil ich ein neues Rezept ausprobiert habe. Was? Feuergulasch. Ja. Was ist das? Unglaublich. Ja, ihnen macht's nichts aus. Was ist mit dir los? Bleib da mal stehen. Die Vergangenheit ist unwichtig. Was zählt, ist die Zukunft. Hm. Oh, ja, sieht noch gut aus. Diese Stadt muss von Grund auf erneuert werden. Ohne Erneuerung gibt es keinen Fortschritt, ne? Das ist klar. Hier wird sich nichts ändern, solange man diese Politik betreibt. Hm. Hast du Seeheim gesehen? Mein Haus ist verschont geblieben. Ich fürchte jedoch, dass es das einzige Haus war. Na gut. Ja, also das ist sicherlich mal, das werden wir mal an der eigenen Sache irgendwann und vielleicht nochmal angehen, aber jetzt sofort. Hier was? Aber wie schon gesagt, mit diesen komischen Mondsteinen, die könnten natürlich irgendwo sein. Ach, das war diese Brücke, die hier gebaut worden ist, ja. Ja, wir können ja jetzt mit dem Schiff fahren, von daher macht das ja nichts. Von hier unten aus. Ich weiß auch nicht, ob diese Fotos, die man von den ganzen Städten gemacht hat, ob die möglicherweise vielleicht auch in der bestmöglichen Qualitätsstufe sozusagen der Stadt quasi entstehen müssten. Und hier hat uns, denke ich, nur noch ein was gefehlt. Vielleicht brauchen wir hier dann das Fiebermittel. Hier war keiner drin, bin ich mir relativ sicher. Aber hier hat man halt auch nicht so viele Möglichkeiten von den Häusern her. Hier ist die Statue. Hey. Hier ist die mit diesen kleinen Äffchen. Hm. Hier gab's Licht. Und das waren die Fußballfreunde hier. Hm, da liegt auch keiner im Bett. Hm. Na gut, dann fahren wir doch nochmal sozusagen hier außen rum. Und schau nochmal, gab es nicht noch diesen einen Tempel hier, diese eine Sache hier? Vielleicht gibt es ja dort so einen Stein. Astarika. Ork hört ein unheimliches Flüstern. Ork nimmt den Kelch, der auf dem Altar steht. Oha. Und nun? Oha.
Das ist Astarika, das heilige Land, wacht über die Menschheit. Ark, beim Erwachen wirst du Zeuge einer seltsamen Vision sein. Okay. Wir können uns normal bewegen. Mylene, du bist es. Was machst du hier? Was erlaubst du dir? Ich bin Mylia. Ich diene Lord Mylar. Was? Perry aus Liberita. Ich bin Pela, ein Jünger aus Lord Mylar. Höre, was Lord Mylar dir sagen möchte. Jedes Jahr feiern wir in Astarika eine heilige Zeremonie. In den 6 Kelchen wird der Tau der Nacht gesammelt. Ein Kelch soll die Trinkenden und den Göttern nahe bringen. Der Auserwählte kann ein Jahr ohne Essen und Trinken aushalten. Doch der falsche Kelch bringt den Tod. Wer richtig wählt, lässt aus unserem Stamm einen neuen Gott entstehen. Das letzte Ritual fand genau vor einem Jahr statt. 2 Priester bereiten alles vor, doch sie kehrten nie zurück. Du als verwegener Kämpfer solltest gehen und dich ein wenig umschauen. Das habe ich ja die ganze Zeit gesagt, dass er hier diesen anderen der Sache oben drin hat. Können wir auch ein Foto machen? Nein. Aber was machen wir jetzt hier? Ein Spendenbrief ist es bestimmt nicht. Hält Geister fern? Klingt jetzt aber auch nicht so besonders sinnvoll. Interessant ist, dass wir schon mal hier angreifen können. Ah. Aber was genau falsch herum? Müssen die nach innen geschoben? Ah, dann kommt man doch nicht mehr hoch. Was müsste man tun? Vielleicht dorthin, na, das glaube ich jetzt mal fast nicht. Oder ganz in die Ecke? Also wäre so eine kleine Idee, damit man halt so ein Muster baut oder irgendwas. Ja, jetzt sind sie auf jeden Fall nochmal wieder fixiert. Irgendwie passiert aber erstmal nichts. Na gut. Ah, okay. Wir müssen also irgendwas tun.
Müssen wir nochmal dort trinken? Aber ich denke, das ging jetzt nicht. Und ich glaube, mitnehmen konnte man Gegenstände nicht. Sind die zwei irgendwie... Also es muss ja irgendetwas sein, was wir jetzt haben, was nur funktioniert, weil wir jetzt hier drin sind. Jetzt sag nicht, dass es tatsächlich die Kamera ist. Das wäre jetzt schon sehr ungewöhnlich. Aber er sagt eine Illusion, vielleicht ist es ja wirklich wie ein Traum. Okay, nö, also er sagt auch nichts Neues. Und wie schon gesagt, ich weiß nicht, wo wir die eventuell noch hinschieben sollen. Wir haben sie nach außen geschoben, beide. Ja, wir können mal beide komplett auf eine Seite schieben. Ich weiß auch nicht, ob es hier irgendwas geben könnte, aber es sieht jetzt erstmal nicht unbedingt so aus. Ja, dass er jetzt in dem Sinne einfach softlocked oder sowas sind, kann ich mir eigentlich nicht unbedingt vorstellen. Also das wäre mir zumindest damals nie passiert. Also klar, da hatte man dann ja auch eben diesen Spielparader meistens dann genutzt. Vielleicht können wir hier einfach durchsausen. Nein. Na, hier bestimmt auch nicht. Ich weiß halt auch nicht, ob das mit diesen Sachen hier irgendwas auf sich hat. Ja, mit seiner Zeremonie. Du solltest dich umschauen. Hier unten ist... Oh nö, das wird einfach nur zur Wand sozusagen gehören. Aber wie schon gesagt, das hier hinten haben wir ja gefunden, aber nicht, dass wir hier wieder bloß irgendwie diesen Dings hier trinken müssen und wie wir vorhin bei der einen Sache auch einfach nur leicht daneben standen. Das sieht halt auch ungewöhnlich aus. Da geht's ja nicht weiter. Das ist wirklich mal eine Sache. Was könnte man denn noch machen? Drachenanker macht keinen Sinn. Orchideen. Wenn wir es ja aufs Grab legen oder wie, oder? Wenn das denn so etwas ist. Ich glaube nicht, dass er das Fiebermittel selber zu uns nehmen sollen. Also das war jetzt echt nochmal die Frage. Gibt es irgendwie ein Symbol, das uns auf irgendwas hinweist? Können sie auch in der Mitte zusammenschieben. Also
Also so, damit wir noch hinten ran wieder rauskommen. Aber ich weiß auch nicht, was das jetzt bringt. Oder ob das eben etwas bringt. Okay. Da heißt, müssen wir wohl mal nachschlagen hier. Also das ist jetzt wirklich so eine Sache. Weil es wirklich nicht mehr so viel einfällt. Hundepfeife. Okay, wir sind nicht verflucht. Das ist ein schweres Gift. Das würde jetzt auch nicht wirklich Sinn machen. Wir hatten die Siegel probiert, wir haben die Kamera genommen. Die Hundepfeife wird ja wohl kaum was machen und der Schlüssel macht eigentlich auch keinen Sinn. Holzklotz bringt, denke ich mal, auch nichts. Oder brauchen wir tatsächlich irgendwie... Na, ich weiß es nicht. Was könnte man hier tun? Die haben wir jetzt zusammengeschoben. Man ist halt auch eigentlich sehr ungewöhnlich, dass man mal hier irgendwo nicht rauskommt. Bis jetzt ist uns das eigentlich soweit auch noch nie passiert. Atomring und diese Sache. Was ist eigentlich mit unseren anderen? Ach, die kann man wahrscheinlich darüber sowieso nicht auswählen. Also das wäre noch eine Möglichkeit. Vielleicht könnten wir hier theoretisch mit den Knochenzauber rauskommen. Ja, ansonsten müssen wir da jetzt tatsächlich mal schauen. Hier, ich hatte mir vorhin mal diese eine Rüstung rausgesucht. Ja, wie schon gesagt, normalerweise hatte ich das jetzt nicht vor, hier nochmal sozusagen wegen sowas nachzuschauen, aber bevor wir da jetzt ewig noch daran stehen, das ist natürlich auch Quatsch. Also schauen wir da doch mal nach. Okay, also es gibt Schalter. Also es ist doch ein Schieberätsel. Ach, Moment. Die Statue muss dort oben selber ran? Ich hoffe mal, dass es jetzt so rum richtig ist. Weil hier zwischendrin können wir ja nirgendwo die Statue anhalten und dann geht sie natürlich nur noch hier rein. Ja, passt natürlich erstmal so rein. Uiuiui. Beinahe übertrieben hier. Ah.
Wir müssen Platz schaffen. Was heißt, ist bestimmt eine Rüstung? Weil ich denke, die speziellen hier in der Mitte sind, denke ich mal, für irgendwas. Also Flickenumhang war sowieso nicht besonders. Achso, nein, man musste zuerst. Genau. Kampfanzug. Wandelt Stärke in Glück und schützt gegen Verwirrung. Schauen wir auch gleich nochmal nach hier. Ja, also er gibt minus 10 Steige und plus 15 Glück. Und die Beschreibung im Spielereparator ist jetzt falsch, weil es gibt irgendwie eine Waffe, wo da steht, dass das alles getauscht wird. Ah, naja, gut. Das bringt jetzt für uns auch nicht. Wir sind mit unseren Attributen ja so recht zufrieden, wie sie eigentlich sind. Von daher bleiben wir einfach mal dabei. Erstmal doch so eine gleich auch noch. So. Falls wir noch mal eine finden. Ja. Also nicht unbedingt meine Lieblingsgegner hier. Was gibt's denn da? Ein Kristallchen? Na, hoffentlich ist das nicht alles für diese Riesensache, aber ich gehe mal nicht davon aus, also... Na, Level Up ist doch schon mal schönes. Vielleicht fliegt der Gegner rein und besiegt sich damit selbst. Genau. Na, ist doch ganz schön groß hier. Unglaublich. Hast du den richtigen Kelch ausgewählt? Also warst du am Leben. Ich kann die Szene vor einem Jahr sehen. Du befandest dich an der Rückseite des Altars. Du warst so einsam. Doch du hast das Jahr der Einsamkeit überstanden. Und bist stark. Dieses Jahr kommt mir vor, als sei es jahrzehntelang. Jeden Tag hatte ich Angst, die Kerze des Lebens könnte erlöschen. Doch es kam nicht so weit. Ja. Erst jetzt erkannte ich die wahre Bedeutung der Götter. Menschen sind sehr pathetisch. Getrieben von Wünschen leben sie im Elend. Dieses dümmliche Ritual dient dazu, über andere Stämme Macht zu gewinnen. Ich habe genug von den Menschen. Wenn sie verschwinden, herrscht Ruhe. Ich mache dich zum Gott, zum Todesgott. Okay. Was ist denn an einem endlosen Leben schlecht? Füder, hör auf. Es ist zwecklos, jetzt etwas zu sagen. Niemand wird es verstehen. Bevor ich die Welt verlasse, will ich dir etwas offenbaren. Nur Menschen kennen die Emotion Liebe. Boy. Na? Auf jeden Fall alles sehr interessante Dinge, die hier passieren, aber kann natürlich alles nicht so wirklich zur Realität gehören.
Ich habe genug von den Menschen. Wenn sie verschwinden, herrscht Ruhe. Dann trinken wir doch mal so ein Ding. Haha, das Ende des Lebens ist banal. Na, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ich weiß noch nicht, was jetzt eigentlich passierte. Oh Mann, was für ein Traum. Na, da haben wir doch einen. Okay. Na gut. Wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Ja, jetzt, wenn wir noch mehr rüberfahren, können wir natürlich noch mal an Goldküste, denke ich, vorbeischauen. Da waren wir ja auch nur einmal gewesen. Genau, die waren ja so ein bisschen eingebaut. Oh. Hier waren wir, denke ich, grundlegend schon gewesen. Ja. Ach so, aber an diesen komischen Felsen hier könnte doch bestimmt was sein, oder? Was war das denn hier? Ich denke, wir klettern jetzt auf der richtigen Seite hoch. Und okay, hier gab es also nichts in dem Sinne, was uns jetzt sozusagen noch weiterbringt. Aber wie sieht's denn mit diesem Felsen hier aus? Nachschauen. Ich bin Wissenschaftler. Dieser Platz ist am sichersten. Die Erde ist in großer Gefahr. Achso, dieser Platz ist am sichersten. Ne? Von hier aus will ich Zeuge des Weltuntergangs sein. Willst du mir zuhören? Die Natur wird zerstört. Früher war sie den Menschen heilig, doch heute kümmert sich niemand mehr um Pflanzen und Tiere. Die Menschen sind größenwahnsinnig und wollen alles beherrschen. Hier könnte der Anfang vom Ende gewesen sein. Das sind meine Gedanken. Ich sah auf diese wundervolle Welt und dachte nach. Dabei wurde ich auf eine Stimme aufmerksam, die meinen Namen rief. Ein älterer Junge wird kommen und einen Stab tragen. Die Stimme sagte, ich solle ihm den Mondstein geben. Es war, als käme die Stimme aus der Tiefe der Erde. Nimm diesen Stein. Seit meiner Kindheit trug ich ihn bei mir. Das war mal einfach. So, haben wir doch schon zwei davon. Sehr schön. Ja, wenn das weiter so geht, wird das dann doch noch alles ganz gut. So, jetzt nochmal zurück nach Goldküste hier. Ja, gehen wir hier einfach nochmal durch. Mal schauen, ob uns da noch irgendwas auffällt. Ja, Touristen gibt es ja hier auf jeden Fall. Ich hol nochmal die Kamera raus. Ein Hotel. Thank you.
Ja, ihr seht nicht so aus, als ob ihr irgendetwas Sinnvolles tut. Schön hier. Aber jemand anderen. Ich hoffe, man. Das ist jetzt natürlich die Frage, wenn man dieses Seeheim wieder aufbauen muss mit diesen ganzen Briefen. Danach wird es sicherlich noch was aus Seeheim geben, was ein möglich. Hier gibt es doch Tourismus. Hey, wie ich sehe, fotografierst du gerne? Darf ich sehen? Wie schön, Loire, nicht wahr? Nun können alle Leute sehen, wie schön es dort ist. Wie schön, okay. Genau, und wenn man dort, denke ich, alle möglichen drin hat, dann. Also Goldküste selber war jetzt natürlich in dem Sinne sinnlos. Dann müsste es dort auch weitergehen. Er ist tatsächlich ein normaler Händler hier. Was hat er denn? Den haben wir schon. Ich denke, damals war der Wissenschaftler, haben wir den noch nicht gesehen. Ich weiß ja nicht, wie man sonst dorthin kommen soll. Na, okay, also doch nicht wie bei Zelda. Genau, es gibt Flugmaschinen. Oh, könnte das sein, dass sie hier noch eine Landeküste gebaut haben? Na gut, die haben wir schon gegessen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt den Wachstumsmann gar nicht gesehen. Da können wir auf jeden Fall nochmal eine Zwischenspeicherung einlegen. Also das mit den Fotos macht auf jeden Fall noch Sinn. Ich weiß nicht, was wir noch brauchen. Also was für Orte sozusagen dort noch wichtig wären. Und der Entwicklungsmann ist, weiß ich natürlich auch. Ach, es geht noch weiter hier. Achso, er ist hier oben. %20, also irgendwas Kleines haben wir sozusagen schon gemacht. Doch, ich muss es per Schiff verschicken. Bis es ankommt, wird es schlecht sein. Was soll ich nur tun? Es gibt jemand anderen, der ein ähnliches Problem hat. Na gut. Ja, wie schon gesagt, wir wollten ja jetzt dann hier sowieso nochmal hier hoch. Und nochmal nach Yamai gehen. Das, klar, war mir. Ja, das müsste es gewesen sein. Wie sieht es jetzt eigentlich mit diesem Neo-Tokyo hier aus? Das war doch, denke ich, das, was jetzt hier sozusagen leergeräumt worden ist.
Da hatten wir uns, denke ich, auch nie wirklich umgeschaut. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ja, Fernseher läuft noch. Na gut, aber ob es dann hier noch irgendwas wirklich Sinnvolles gibt, ist nochmal die nächste Frage. Lirumlarum, ich würde auf jeden Fall sagen, wir gehen erstmal nach diesen Yamai. Schauen erstmal, ob wir dort vielleicht doch noch unser Fieber-Mittel loswerden können. So, dann wählen wir das doch nochmal aus. Hier. Ich weiß auch immer noch nicht, wo man die Blumen brauchen. Oder ob wir tatsächlich einfach nur so viel kaufen müssen, bis wir nach Hause gehen können. Wobei Loa haben wir jetzt, denke ich, auf 100%, ja. Ach, du warst das Orakel, okay. Das war, denke ich, der Magier. Und oben stand jemand anders noch. Na, mal schauen. Hier ist niemand und wie sah es oben aus? Okay, das war mit Fyda, die ist auf jeden Fall ja dann wieder genesen gewesen. Hier gibt es auch eine Touristensache. Ja, mal schauen, was es noch so gibt. Medizin, also ist ja vielleicht nicht schlecht, wenn wir dieses Mittel hätten. Aber ist natürlich auch die Frage, ob wir jetzt sozusagen gerade hier, wo jetzt natürlich ja mit seinen Wurzeln und Kräutern kommt, wahrscheinlich dann doch der bessere Mann für diese Sachen ist. Die werden jetzt sicherlich nicht unbedingt jetzt an solchen Mittelchen da irgendwie interessiert sein, dass er jetzt sozusagen aus der Ärztekammer kommt. Na gut. Achso, das war das mit seiner. Das war mit seiner Tochter hier. Genau, die haben das Baby ausgesetzt. Das haben wir aber auch nirgendwo gefunden. Was ist mit dir los? Achso, das war diese Schatz. Genau, Turboschuhe haben wir ja. Ja, okay, dann war es das wahrscheinlich schon wieder hier. Also doch erstmal nichts gefunden. Wir machen auf jeden Fall mal noch ein Foto hier. Na gut. Ja, und dann würde ich mal sagen, ist es vielleicht dann an der Stelle für heute auch okay. Können wir nochmal schauen. Vielleicht schauen wir dann beim nächsten Mal weiter. Zum Beispiel nochmal in diesen Neo-Tokyo. Könnte auch sein, dass es da dann noch irgendwas gab. Und ja,
die anderen Ordner müssen wir uns halt doch mal ein bisschen umschauen. Na gut, auf jeden Fall erstmal soweit an der Stelle. Also da, bis dann.